Afghanistan, Libya, Imperialisten unter Kontrolle des Kapitals. Egal ob nun radikale Banken oder Taliban, alle bieten Argumente zum Durchführen des Army-Plans. Er ist ganz simpel, mein Freund, mach die Augen zu. Ich erzähl ihn dir, doch was du sehen wirst, ist. Wir schweigen, während Faschisten über Tote rennen. Aller Großmächte um die Herrschaft der Welt. Sie wollen, dass der Widerstand im Kerkern zerfällt. Deutschland lernt nicht aus der Geschichte, Hetz mit Russophobie. Dr. Thiel, Sie wollten vorher mich verweisen, weil ich als Europäerin, als ausländerfreundliche, judenfreundliche, linksliberal-demokratische Politikerin mich gegen die Zulassung von Neonazi und Nazi-Partei einsetze. Gnädige Frau, man nennt das Rechtsstaat. Parteivorsitzende und ich finde sie sehr, sehr positiv, weil sie ganz viele Sachen anstößt, die die Politik schon lange verlassen hat. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es die Partei gibt und hoffe, dass mit Frau Gauthier sozusagen jetzt eine neue Ära eingeläutet wird, gerade was das Sozialstaatswesen angeht und die Inklusion angeht, und sie bringt sich immer ganz, ganz toll ein. Also sie bringt richtig Frauenpower mit, und ich denke, das ist so die moderne Politikerin, die sich also auch wirklich lautstark zu Dingen zu Wort meldet, die überfällig geworden sind. Eine ganz tolle Einstellung zu Menschen, die sozusagen keine Stimme haben. Zu Flüchtlingen hat sie eine ganz tolle Einstellung.
Also die Partei SLDP ist so toll besetzt mit Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Multikulturalismus wird sehr groß geschrieben. Und das ist also eine Sache, die ja, gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig sind. Und sie spricht sich gegen alles Menschenschädigende aus, gegen Prostitution, gegen Nationalismus, gegen Rechtsradikalismus. Also eine ganz, ganz großartig internationale Frau. Und ja, das, ich denke nur Positives. Ich bin froh, dass wir so eine Partei wie die SLDP haben, die jetzt so ein bisschen Wind in sozusagen verbrauchte Strukturen bringt, was andere Parteien leider nicht mehr leisten, leistet sie umso mehr. Und deswegen ist sie für mich eine sehr große Bereicherung. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamburg, liebe Freundinnen und Freunde aus Altona. Am 23. Februar 2020 findet die Bürgerschaftswahl statt. Die gute politische Nachricht für die Stadt Hamburg und für den Bezirk Altona ist, unsere linksliberale, sozialliberal-demokratische Partei hat schon die erforderliche gültige 100 Unterstützungsunterschrift für die Teilnahme an die Bürgerschaftswahl 2020 im Bezirk Altona-Hamburg gesammelt. SLDP möchte sich besonders ganz herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die uns bei jeder Wahl in Altona und in Hamburg mit einer Unterschrift unterstützen und die unsere SLDP bei jeder Wahl die Stimmen abgeben. Dank dir und dank euch alle kann unsere linksliberal-sozialliberal-demokratische Partei bei der Bürgerschaftswahl in 2020 teilnehmen und die Wahl gewinnen. Denn eins ist sicher, wir Linksliberal und wir SLDP geben niemals auf. Nächstes Jahr gibt es also die Chance für unsere sozialliberal-linksliberal-demokratische Partei in der Bürgerschaft mit mir als SLDP-Bürgerschaftsabgeordnete Kandidatin für den Wahlkreis 3 des Bezirks Altona Hamburg gewählt zu werden. Alle Bürgerinnen und Bürger, die in Altona übrigens wohnen, können unsere linksliberal-demokratische Partei bereits politisch unterstützen. Im Übrigen berücksichtigt unsere linksliberal-demokratische Partei ebenfalls Unterstützungsunterschrift von nicht wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern, sodass wir SLDP neben den gültigen erforderlichen 100 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern für die Teilnahme an die Bürgerschaftswahl 2020 ebenfalls die zusätzliche Unterschrift von nicht wahlberechtigten ausländischen Bürgerinnen und Bürgern ganz besonders huldigen und hervorheben möchten. Damit wollen wir die Stadt Hamburg zeigen, dass SLDP das aktive und passive Wahlrecht für alle Ausländerinnen und Ausländer fördert und fordert. Menschen mit Migrationshintergrund wohnen hier, zahlen Steuern und bauen die Infrastrukturen des Landes, die Städte und Dörfer der Bundesrepublik Deutschland mit. Warum sollen Ausländerinnen und Ausländer überhaupt vom Wahlrecht ausgeschlossen werden? SLDP fördert und unterstützt ganz aktiv die Teilnahme in der Politik von Ausländerinnen und Ausländern und setzt sich für alle Menschen mit Migrationshintergrund bundesweit, europaweit, weltweit. Deswegen fordern wir eine linksliberal-demokratische, multikulturelle Europäische Union ohne geografische Staatsgrenze, denn wir Linksliberal-Demokratinnen und Demokraten fordern eine multikulturelle Weltdemokratie ohne Visadiktatur und ohne Polizeistaaten. SLDP fordert und fördert eine einwanderungsfreundliche, migrationsfreundliche Politik, eine humanistische Asylrechtspolitik, also eine nachhaltige, vielfältige, multikulturelle Gesellschaft. Allerdings möchte ich die betrügerische, heuchlerische, scheinärztliche Migrationspolitik sowie die Scheineinwanderungspolitik der Bundesregierung ganz heftig kritisieren. Deutschland behauptet, ein Einwanderungsland zu sein. Wenn wir aber die praktische Realitätsverzerrung betrachten, was die Migrationspolitik angeht und wie die Migrationspolitik und Einwanderungspolitik in BRD abläuft, kann man nur politisch geschockt sein. Es gibt also anscheinend eine riesige Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, was die Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland angeht. Als ausländerfreundliche, judenfreundliche, frauenfreundliche Linksliberaldemokratin werfe ich die Bundesregierung betrügerische Asylpolitik und Scheinhilfe bei der Migrationspolitik vor, da die Bundesregierung die Asylpolitik für viele betroffene Flüchtlinge nur in vorübergehenden Zeiten scheinbar gewähren möchte, was skandalös ist.
Die praktische Migrationspolitik der Bundesregierung erweist sich als skandalöse, temporäre Migrationspolitik und lautet: Viele von diesen Asylantinnen und Asylanten bleiben nur ein paar Jahre in Deutschland und dann sind sie mit Staatsgewalt und Zwang abgeschoben. Was ist das für eine betrügerische, grausame Asylrechtspolitik Deutschland? Dabei steht im Artikel 1 des Grundrechtskatalogs des Grundgesetzes Deutschland: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen soll als staatliche Verpflichtung dauerhaft fungieren und nicht temporär. Diese Bundesregierung hat anscheinend gar nicht vor, eine große Anzahl der Asylanträge von Asylsuchenden langfristig gesehen zu genehmigen, sondern gewährt die Bundesregierung anscheinend ausschließlich nur temporären subsidiären Schutz an Flüchtlinge und dann schickt die Bundesregierung die nicht gewünschten Asylantinnen und Asylanten wieder in ihre gefährliche Heimat zurück, obwohl die Bundesregierung ganz genau weiß, dass ihre Heimat eine weitere Gefahr für diese Flüchtlinge darstellt und dass ihre Heimat vor allem keinen Schutz an diesen Menschen gewährleisten kann und will. Das, was die Bundesregierung veranstaltet, ist eine unverantwortliche, unmenschliche sowie menschenrechtsverachtende Asylpolitik. Unzählige hilfsbedürftige Asylantinnen und Asylanten sind letztens von Deutschland abgeschoben worden, was niemals passieren dürfen. SLDP will klipp und klar diese menschenverachtende, grausame, gesetzlose Vorgehensweise Deutschland stoppen. Allein die Einrichtung sogenannten Abschiebehaft ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zeigt, dass die von dieser widerliche rechtsradikale AfD gesteuerte Bundesregierung die Asylpolitik sowie die Flüchtlinge kriminalisiert. Die Kriminalisierung der Asylpolitik muss sofort aufhören. Die Flüchtlinge sind keine Kriminellen und keine potenziellen Kriminellen, sondern Menschen, die aufgrund von Kriegen, Klimakatastrophen, Armut, Gewalt etc. verzweifelt in einem anderen Land flüchten müssten und dementsprechend Asyl beantragen müssen, um überhaupt überleben zu können. Deutschland hat die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben und sich damit verpflichtet, Asyl an Flüchtlinge langfristig zu gewähren. Deutschland betreibt unverschämterweise eine sogenannte Asylshopping oder anders ausgedrückt eine selektierte Asylpolitik nach dem Prinzip, wenn Deutschland einen bestimmten Erwirtschaftungsprofit an die Flüchtlinge erzielen kann, wird ein Mensch damit berücksichtigt. Somit wird die Asylpolitik und die Gewährung der Asylrechtspolitik an die Wirtschaftsinteressen sowie die Interessen der größten Lobbyisten des Landes gemessen und reduziert. Die Flüchtlinge sind laut der Bundesregierung nur wertvolle potenzielle Arbeitskräfte, wenn die Flüchtlinge explizit bei der deutschen Wirtschaft etwas erwirtschaften können. Die Bundesregierung betreibt eine diskriminierende, menschenverachtende Asylrechtspolitik. Es ist echt skandalös. Die Asylshopping-Politik der Bundesregierung muss sofort aufhören. Jeder Mensch soll ein Grundrecht auf Asyl bekommen, wenn ein Drittstaat die Existenz dieser Menschen nicht mehr gewährleisten kann oder will. Jeder Mensch hat das Grundrecht auf Leben sowie das Grundrecht unter menschlichen, demokratischen sowie menschenrechtsfreundlichen Bedingungen zu leben. Die Scheinhilfe und praktische Schein-Asylrechtspolitik der BRD ist echt skandalös und zeigt eigentlich, wie Deutschland migrantenfeindlich, flüchtlingsfeindlich sowie intolerant ist, was inakzeptabel ist. Was ist das für eine betrügerische Asylrechtspolitik Deutschland? Es ist einfach nur Scheinhilfe, was die Bundesregierung für die Asylsuchende gewährt. Denn jeder weiß, dass die Flüchtlinge sowie Migrantinnen und Migranten auf den Arbeitsmarkt sowie allgemein in der Wirtschaft, in der Politik Deutschland leider so oft schlecht behandelt und diskriminiert sind. Die Wirtschaft und die Politik Deutschland verletzen, diskriminieren scheinbar absichtlich die Grundrechte der berufstätigen Flüchtlinge, um die Flüchtlinge einzuschüchtern. Es ist skandalös. Mit diesen absichtlichen, unmenschlichen, grundrechtsfeindlichen Diskriminierungen an die Flüchtlinge vertreiben die Wirtschaft und die Politik Deutschland still und leise nochmal die Flüchtlinge und zeigt, dass der Staat und die Wirtschaft die Flüchtlinge loswerden wollen, was absolut skandalös und inakzeptabel ist. Oft wird sogar die Integration an Flüchtlinge auch verwehrt und zeigt eine unerträgliche Verstaatlichung von Rassismus und eine unerträgliche rassistische Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaft Deutschland. Die Bundesregierung vermittelt also eine Form der ausbeutenden Asylpolitik, wo jeder Mensch nach seinen wirtschaftlichen Leistungen bemessen wird, ohne Berücksichtigung auf die Vergangenheit, die einzelne Geschichte und die Gesundheit dieser einzelnen Flüchtlinge. Die praktische politische wirtschaftliche Integration sowie die kulturelle Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist sogar schlimmer und schwieriger geworden, seitdem diese unerträgliche rechtsradikale AfD-Partei an der Macht gekommen ist. Es ist echt skandalös. Die AfD hat den Rassismus und Intoleranz in Deutschland salonfähig sowie verstaatlicht und vergesellschaftet. Wir dürfen es nicht akzeptieren.
Wir müssen uns alle politisch für die multikulturelle Gesellschaft engagieren, so wie alle gegen die Neonazi und Nazi demonstrieren und diese widerliche Neonazi und Nazi endgültig stoppen. Nicht die Ausländerinnen und Ausländer werden Deutschland und Europa verlassen, sondern müssen wir dafür sorgen, dass all diese widerliche Neonazi und Nazi-Partei endgültig verboten werden. Es ist echt skandalös genug, dass die feigen etablierten Parteien bis jetzt gar nichts unternommen haben, um die AfD zu stoppen. Anstattdessen sympathisieren die feigen etablierten Parteien sowie die Landespolizei, die Bundespolizei, die Justiz, die Bundeswehr etc. mit dieser unerträglichen rassistischen rechtsradikalen AfD-Partei. Die Bundesregierung duldet sogar, dass Neonazi und Nazi verbeamtet werden, sowie dass solche rechtsradikale Straftäter bei der Landespolizei, der Bundespolizei, der Justiz, der Bundeswehr angestellt werden können. Es ist skandalös. SLDP ist ganz klar gegen die Unterwanderung von allen Neonazi und allen Nazi und gegen die Unterwanderung von allen Rechtsradikalen in öffentlichen Dienst, in der Wirtschaft sowie überall. SLDP sagt ganz klar, kein Platz für Neonazi und Nazi, kein Platz für Rassismus, kein Platz für Antisemitismus. SLDP wird alle Neonazi- und Nazi-Parteien gesetzlich verbieten. Bei SLDP steht diese Reform als oberste politische Priorität in Deutschland sowie in Europa. SLDP fordert, dass alle Neonazi- und Nazi-Parteien gesetzlich verboten werden müssen, damit die Ausländerinnen und Ausländer, die Menschen, alle Menschen mit Migrationshintergrund sowie alle jüdischen Menschen in Frieden sowie in einer toleranten, multikulturellen Demokratie weiterleben können. Abschiebungen dürfen niemals passieren. Abschiebungen sind Deportationen und SLDP ist absolut gegen alle Abschiebungen und gegen alle Deportationen. SLDP setzt sich nach wie vor für alle Menschen mit Migrationshintergrund, für alle jüdischen Menschen sowie für eine bessere Integrationspolitik und für eine multikulturelle Gesellschaft ein. Für die dauerhafte Fortsetzung der multikulturellen, ausländerfreundlichen, judenfreundlichen, frauenfreundlichen und kinderfreundlichen linksliberal-demokratischen Politik kannst du auf das politische Engagement SLDP sowie auf mein dauerhaftes politisches Engagement als SLDP-Politikerin rechnen. Vor allem möchte ich als SLDP-Politikerin ein großes politisches Lob an alle NGOs, die die Flüchtlinge gerettet haben. Als ausländerfreundliche, judenfreundliche, frauenfreundliche, flüchtlingsfreundliche, linksliberal-demokratische Partei setzt sich SLDP uneingeschränkt gegen die Kriminalisierung von NGOs und Parteien ein, die humanitäre Seenotrettungsaktionen im Mittelmeer und woanders in der Welt unternehmen. Unsere SLDP engagiert sich politisch, multikulturell, pazifistisch, humanistisch seit Jahren für alle jüdischen Menschen, für alle Flüchtlinge, für alle Menschen mit Migrationshintergrund. SLDP begrüßt zusätzlich die heldenhaften Rettungsaktionen von Ocean Viking, Sea-Watch 3 und 4, Alex sowie Alan Kurdi sowie die humanitäre Rettungsaktion der spanischen NGO Open Arms sowie alle humanitäre Rettungsaktionen der NGOs weltweit. Menschenleben retten ist keine Straftat, sondern eine humanistische, demokratische Pflicht. SLDP setzt sich gemeinsam gegen die Kriminalisierung von NGOs sowie gegen die staatliche Diskriminierung von humanistischen, multikulturellen, linksliberal-demokratischen Parteien wie SLDP ein, die sich für Menschen mit Migrationshintergrund politisch, demokratisch, humanistisch engagieren. SLDP sagt ganz klar, wir haben die Pflicht, alle Flüchtlinge zu retten. Deswegen fordert SLDP ein NPD-Verbot und dass alle Neonazi- und Nazi-Parteien grundsätzlich, gesetzlich, bundesweit, europaweit verboten werden müssen. Zusätzlich fordert SLDP die sofortige Freilassung der zu Unrecht inhaftierten, unschuldigen G20-Gegner, Freiheit und Solidarität für alle G20-Gegner weltweit. SLDP setzt sich gegen die Kriminalisierung der antifaschistischen und linken politischen Vereine ein. Kommen wir jetzt zu politischen Themen der Bürgerschaftswahl 2020. Die Bezirksversammlungswahl und die Europawahl sowie der Sommer sind zwar vorbei, aber die Sozialungerechtigkeit sowie die sozialen Ungleichheiten sind leider noch da, weil die etablierten Parteien ihre politischen Wahlkampfversprechen, wie zu erwarten, nicht einhalten werden. Zeit also, das Parlament Hamburg zu erneuern, mit mir als SLDP-Bürgerschaftsabgeordnete für den Wahlkreis 3 Altona. Unser Bezirk Altona braucht eine innovative, soziale, linksliberal-demokratische, multikulturelle Politik. Nur mit SLDP wird die Stadt Hamburg eine moderne, sozialliberal, linksliberal, multikulturelle, gerechtigkeitsorientierte, umweltfreundliche Politik bekommen. SLDP sagt klipp und klar, dass der Umweltschutz, die verantwortliche Umweltpolitik sowie eine emissionsfreie Ökologie nicht nur Reformen bei den Grünen sind. Der Umweltschutz, die Ökologie sowie eine politisch verantwortliche Umweltpolitik sind parteiübergreifend.
Die kompletten Ausschaltung der AKW übrigens ist keine umgesetzte Reform der Grünen Regierungspartei gewesen. Was haben die Grünen als Regierungspartei im Senat überhaupt zum Thema Umweltschutz und verantwortliche Ökologie seit 2015 geschafft, obwohl die Grünen als Regierungspartei im Senat Hamburg seit 2015 und sogar seit früher sitzen? Die sogenannten umweltfreundlichen Grünen haben zum Beispiel keine zukunftsversprechende umweltpolitische Reformen gegen den Klimawandel, keine nachhaltige umweltpolitische ökologische Reformen für die Umwelt umgesetzt. Die Grünen haben praktisch fast gar nichts und keine konkrete ökologische Reform für die Umwelt in Hamburg geschafft. Natürlich ist es einfach, politische Rede zu halten. Wo sind aber die konkreten umweltpolitischen Reformen der Grünen für die Stadt Hamburg überhaupt geblieben? Die Bürgerinnen und Bürger erwarten konkrete umweltpolitische Reformen gegen den Klimawandel, für den Umweltschutz und keine lange passive Rede über den Umweltschutz und Ökologie ohne praktische umweltpolitische Folgen und Taten. Die erwarteten umweltpolitischen Reformen haben die Grünen leider nicht umgesetzt, sondern haben sich die Grünen mit ihren tatenlosen, folgenlosen politischen Reden über den Umweltschutz disqualifiziert. Diese Legislativperiode im Senat hat gezeigt, dass die Grünen sich als keine glaubwürdige Partei mehr zum Thema Umweltschutz und verantwortliche Ökologie erweisen. SLDP setzt sich für eine verantwortliche Umweltpolitik ein, um den Klimawandel sowie die CO2-Emissionen dauerhaft zu stoppen. Umweltfreundliche Bürgerinnen und Bürger sollten zum Beispiel belohnt werden, wenn solche Bürgerinnen und Bürger sich für die Umwelt und für den Umweltschutz engagieren. SLDP fordert zum Beispiel die kostenlos bzw. kostengünstige Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für alle Bürgerinnen und Bürger, die auf PKWs mit konventionellen Kraftstoffen wie Diesel oder Benzin freiwillig verzichten. Parallel dazu fordert SLDP eine komplette autofreie Stadt seit 2 Wochenende im Monat, um alle Rußpartikelemissionen und Schadstoffemissionen effizient und drastisch zu reduzieren. Darüber hinaus fordert SLDP mit sofortiger Wirkung die sofortige Ausschaltung aller Kohlekraftwerken bundesweit, europaweit. Unsere linksliberal-demokratischen Forderungen sind also Klimawandel stoppen. Jede Bürgerin und jeder Bürger ist für seinen, ihren eigenen Bezirk verantwortlich. Also rette die Umwelt, rette deinen Bezirk. Neben den Themen auch wie Umweltschutz sowie eine verantwortliche Umweltpolitik und eine emissionsarme Ökologie, wo die Regierungspartei im Senat kläglich versagt haben, ist das Thema der Beschaffung von günstigeren Wohnungen und Sozialwohnungen sowie die Garantie auf günstigere Miete und eine dauerhafte soziale Wohnungspolitik in Altona und Hamburg die Themen, wo die Regierungspartei und die anderen Parteien im Senat seit Jahren und von Legislativperiode zu Legislativperiode eindeutig gescheitert sind. Unsere Bezirk Altona sowie unsere Stadt Hamburg haben nicht weniger Obdachlosen, seitdem die SPD, die Grünen und die AfD gewählt wurde. Die SPD und diese unerträgliche rechtsradikale AfD schaden unsere multikulturelle Stadt Hamburg und den Bezirk Altona und schaden die soziale Politik und Wohnungsbaupolitik der Stadt Hamburg. Das Thema Obdachlosigkeit ist immer noch ein aktuelles Thema in Hamburg im Jahr 2019. In Hamburg sind mehr als 2000 obdachlosen Menschen noch zurzeit registriert. Die Armut sowie die Diskrepanz zwischen Arm und Reich wachsen und der Staat schweigt, bleibt passiv vor der schreienden Sozialungerechtigkeit. Es ist echt skandalös. In so einer modernen Sozialstaat wie Deutschland sollte kein Mensch heutzutage vor der Armut betroffen sein. Dementsprechend müssen wir betonen, dass die Armut mit den derzeitigen Mandatsträgerinnen und Träger leider bis jetzt immer noch nicht gesenkt wurde, da falsche und soziale Politikerinnen im Senat, im Bundestag und in anderen Parlamenten an der Macht sind und die Hamburgerinnen und Hamburger zwar politisch vertreten wollen, aber in der politischen Praxis nicht vertreten können. Infolge der unterlassenen Hilfeleistung der Bundesrepublik Deutschland sind wieder einige Obdachlosen letzte Winter grausam zu Tode gefroren. Diese Unmenschlichkeit und Gleichgültigkeit Deutschlands hinsichtlich der Obdachlosigkeit müssen sofort aufhören. Wo sind die versprochenen Wahlkampfversprechen der etablierten Partei geblieben? Wo sind zum Beispiel die versprochene günstigere Mietpreispolitik sowie die versprochene neue Sozialwohnungen in Hamburg-Altona geblieben? Diese Reformen waren sogenannten Wahlkampfversprechen der etablierten Partei gewesen und seit Jahren von der etablierten Partei versprochen worden. Noch wieder gebrochene Wahlkampfversprechen der unverschämten etablierten Partei? Nein.
Wenn die Bürgerinnen und Bürger versuchen, jetzt mehr bezahlbare Wohnungen in Altona zu finden, stellen wir fest, dass keine einzige Zwei-Zimmer-Wohnung unter 800 Euro im Bezirk Altona zu finden sei. Eine unsoziale Unverschämtheit. Die Mietpreispolitik in Hamburg neigt sogar langsam dazu, die gleiche Mietpreispolitik wie die Hauptstädte Paris oder Singapur zu werden. Hamburg gilt zwar zum Glück als zukunftsversprechende internationale Metropole und Großstadt in Europa, aber Hamburg ist dennoch nicht die Hauptstadt Deutschlands. Und auch in den Hauptstädten Europas ist solche ungerechte und soziale Mietpreispolitik inakzeptabel. Daher sind solche unsoziale hohe Miete sowie die überteuerte Mietpreispolitik völlig ungerechtfertigt und zeigt, dass der Senat vermieterfreundlich und mieterfeindlich ist, da der Senat nicht in der Lage ist, die Miete dauerhaft zu senken und mehr Sozialwohnungen in Altona Hamburg zu bauen. Wenn ich im Senat als Bürgerschaftsabgeordnete für den Wahlkreis 3 im Bezirk Altona Hamburg gewählt bin, werde ich diese unsoziale, überteuerte Mietpreispolitik und Mietpreiserhöhung mit sofortiger Wirkung stoppen, sowie die erforderliche politische Reform einleiten, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. SLDP fordert günstigere Miete, mehr Sozialwohnungen für die Armen und die sozial Benachteiligten. Für uns Sozialliberaldemokratinnen und Demokraten gilt das Wohnen als Grundrecht. Deswegen wird unsere SLDP immer, so wie bei allen zukünftigen Wahlkämpfen, das Grundrecht auf eine Wohnung in der Verfassung fordern und in dem politischen Reformprogramm auf die oberste Liste setzen. Mehr soziale Wohnungen und günstigere Miete in Hamburg sind aktuell als je. Das sind die sozialen Reformen und Forderungen SLDP. Die etablierten Parteien verkaufen leider die Baufläche der Stadt Hamburg an den Investoren. Die Investoren haben dennoch keinerlei Interessen, mehr Sozialwohnungen und mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen, sondern haben die Investoren nur Interessen, teure Neubauwohnungen zu bauen, damit solche Investoren hohe Miete überhaupt verlangen können. Diese inflationäre und gerechte Mietpreispolitik sowie die Politik des unbezahlbaren Wohnraums der etablierten Partei müssen endlich gestoppt werden. Wir SLDP werden mit den Bürgerinnen und Bürgern alle Baugenehmigungen der Stadt Hamburg stoppen, wenn solche Investoren sich nicht verpflichten, mehr Sozialwohnungen und mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen. Die Stadt Hamburg und der Bezirk Altona gehören allen Bürgerinnen und Bürgern. Die Stadt Hamburg und der Bezirk Altona gehören nicht an diejenigen, die zurzeit ungerecht regieren oder an der Macht sind. Kommen wir jetzt zum Thema Europapolitik. SLDP setzt sich gegen die willkürliche, diktatorische Nominierung von der Leyen für die EU-Kommissionspräsidentschaft ein. Ganz eindeutig. Ein Land wie Deutschland, das versagt hat, den Einzug der AfD als widerliche rechtsradikale Partei im Bundestag und im EU-Parlament zu stoppen, hat nicht verdient, die EU-Kommissionspräsidentschaft zu übernehmen. Die Nominierung von der Leyen erfolgte undemokratisch, intransparent, geprägt von Ämterpatronage. Die Nominierung von der Leyen verletzt die europäische Wahlverfahren sowie das demokratische europäische Aufstellungsverfahrensgesetz. Die Nominierung von der Leyen erfolgte ohne Aufstellungsverfahren der anderen Kandidatinnen und Kandidaten sowie unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was skandalös ist. Zusätzlich verletzen die undemokratische Einmischung und Einflussnahme Deutschland und Frankreich bei der Entscheidung der Nominierung der Brüssel-Kommission die europäische demokratische Wahlverfahrensgesetz sowie die Gleichberechtigungsprinzipien zwischen allen EU-Mitgliedstaaten der Europäischen Union, da 26 EU-Mitgliedstaaten ganz eindeutig von Deutschland und Frankreich diskriminiert wurden, was inakzeptabel ist. SLDP appelliert alle Bürgerinnen und Bürger, die Nominierung von der Leyen sowie die Nominierung Deutschland für die EU-Kommissionspräsidentschaft zu boykottieren. Die Nominierung Deutschland für die EU-Kommissionspräsidentschaft ist skandalös. Deutschland nimmt die Neonazi und Nazi unter Schutz. Deutschland darf nicht die EU-Kommissionspräsidentschaft übernehmen. Jetzt kommen wir zum Thema freie linksliberal-demokratische Medienpolitik und Fernsehpolitik in Deutschland und in Europa. SLDP fordert eine freie linksliberal-demokratische, multikulturelle, vielfältige, menschenrechtskonforme, wissenschaftliche, tolerante Medienpolitik und Fernsehpolitik. SLDP setzt sich gegen die Einflussnahme des Staates sowie gegen die Einflussnahme der Bundesregierung und Landesregierungen auf die Medienlandschaft ein. SLDP fordert mehr Mitspracherecht, mehr Beteiligung, mehr partizipative demokratische Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Medienpolitik und Fernsehpolitik. SLDP fordert ebenfalls, dass alle ausländischen Fernsehsender kostenfrei in Deutschland und in Europa verfügbar werden, um alle Kulturen der Welt politisch zu fördern und die Internationalisierung der BRD Europa zu ermöglichen. Der kleptokratische Staat Deutschland
nimmt in unverschämten sowie in illegale Wege Einfluss auf TV-Programmen, Sendungen sowie allgemeinen Einfluss in illegale Wege auf die Medienlandschaft und Fernsehpolitik, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger, Migrantinnen und Migranten jegliche demokratische Mitspracherecht bei der Mediengestaltung, bei der Medienpolitik bekommen. Und dann erweist sich also die Rundfunkbeitragspflicht als Krönung der staatlichen Ungerechtigkeit, weil der Staat seine undemokratische Einflussnahme auf die Medienlandschaft und Medienpolitik an die Bürgerinnen und Bürger in Form einer Rundfunkbeitragspflicht in Rechnung stellen lässt. Eine Unverschämtheit. SLDP betrachtet die aktuelle Rundfunkbeitragspflicht als undemokratisches Gesetz, da Bürgerinnen und Bürger keinen Einfluss auf die Entwicklung und Gestaltung der Medienpolitik und Fernsehpolitik haben. Die Bürgerinnen und Bürger sind per se von der Gestaltung und Entwicklung der Medienpolitik und Fernsehpolitik leider ausgeschlossen. Es ist eine bodenlose und soziale staatlich organisierte Ungerechtigkeit, was der Staat an Ungerechtigkeit nicht mehr überbieten kann. Diese undemokratische Strafe staatliche mediale Lenkung muss sofort gestoppt werden. Wir als SLDP stufen demzufolge die aktuelle Rundfunkbeitragspflicht als undemokratisches Gesetz ein. SLDP fordert dementsprechend die Abschaffung der aktuellen Rundfunkbeitragspflicht, also die Abschaffung der Rundfunkbeitragsgebühren. SLDP fordert eine freie, linksliberale, demokratische, multikulturelle, vielfältige, menschenrechtskonforme, wissenschaftliche und tolerante Medienpolitik und Fernsehpolitik, wo Bürgerinnen und Bürger sowie Menschen mit Migrationshintergrund ihre demokratische Mitspracherecht auf die Gestaltung und Entwicklung der Medienpolitik und Fernsehpolitik und allgemein auf die Medienlandschaft geltend machen können. Damit wir sozialliberal diese politische, sozial-linksliberale Reform in Hamburg Altona umsetzen können, muss SLDP die Bürgerschaftswahl in 2020 in Altona gewinnen. Denn SLDP wird eine moderne, multikulturelle, europäische, soziale, linksliberal-demokratische Politik in Altona, Hamburg umsetzen. Als sozial-liberal-demokratische Bürgerschaftsabgeordnete mit meiner sozial-liberal-demokratischen Bewegung werden wir uns für mehr Sozialgerechtigkeit, mehr Freiheit, mehr Wohlstand in Altona, Hamburg einsetzen. Die Sozialgerechtigkeit können wir nur gemeinsam schaffen. Wenn du, ihr, eine richtige sozialliberale, linksliberale, europäische, multikulturelle Politik in Altona, in Hamburg wünscht, dann wählt SLDP bei der Bürgerschaftswahl 2020. Denn nur wenn unsere sozialliberal-demokratische Partei die Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 gewinnt, kann unsere sozialliberal-demokratische Partei nach der Wahl eine neue sozialliberal-multikulturelle europäische Politik in Hamburg umsetzen. Mehr Freiheit und Sozialreform maximieren. Das ist das, was wir Sozialliberaldemokratinnen und Demokraten fordern. Progressiv, linksliberal, sozialliberal denken. Progressiv, linksliberal, sozialliberal handeln. Freiheit und Sozialreform maximieren, das sind die Ideale SLDP. Mehr Freiheit, gemeinsam schaffen wir tatsächlich eine bessere Zukunft. Ich danke dir, ich danke euch allen schon für deine, eure politische Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.